angenommen, ich verzichte auf die Sicherung, dann habe ich eigentlich nur mehr einen Transistor. Die Sicherung sind nur die zwei Bauteile. Die zweite, den Widerstand brauche ich auch da, den 10 mA. Da werden wir vielleicht sogar mehr reinlassen müssen. 30 mA hält der aus. Nein, aber den brauche ich. Ja. Weil das Lamperl da ja voll durchschalten. Strom. Und da müssen wir den Strom reinlassen, damit wir da auf die Verstärkung 25 kommen, dass der Transistor voll durchschaltet. Das 250. Ist eine Regelschaltung sozusagen. Der muss durchschalten, dass er eben verstärkt um den Faktor 25. Und wenn ich den weglasse, dann kommt nun mehr, oder was? Dann wird es den schießen, puff, ein niederohmiger Widerstand. Ist was? Und der zieht das die Basis aufs Positive, nein, das fängt dann so ins Regeln an. Das heißt, wenn da jetzt der 0 Ohm ist, ein Kurzschluss mit einem Bügel mache, rinnt da ein Strom, da fällt eine gewisse Spannung ab, der wird leitend, der Transistor, und zieht man die Basis aufs Positive und die Basis, wenn es eine positive Spannung kriegt, hört es auf ins Durchsteuern. Die Spannung da oben wird positiver als die. Das schwingt dann. Schwingen tut da gar nichts. Wenn du den Widerstand hast. Wenn du das permanent kurz schließt, wird das nie auch. Relativ nicht, ne? Relativ oder wirklich? Relativ, das muss man probieren. Es wird, naja, 250 Milliwatt, also 250 mA hast du drin. Der kann schon ein bisschen warm werden. Ne? So, wir haben da einen Optokoppler, dann haben wir zwei LEDs, auch zwei Widerstände. Ich bin ein bisschen gedämpft schon, ich bin lang auf schon, habe wenig geschlafen die letzten Tage. Du kannst sagen, vier Leitungen von denen, vier von denen geht auf die eine Platine, vier von denen geht auf die andere Platine zum Beispiel. So kannst du es auch machen. Nachgerannt kommt, wird dann die Hauptleitung gesetzt. Dann ist alles high und dann kommt das nächste Datenwort. Wobei von der Matrix das erste Signal ist und dann das zweite Signal. Auf jeden Fall wird es wesentlich komplizierter, als ich gehofft habe. Und ich weiß nicht, ob du das so programmieren musst, auch so kompliziert.